Hallo Freunde, wir sind heute hier in Bielefeld. Wir besuchen hier Friedrich Stretmanns. Friedrich ist Bundestagsabgeordneter der Linken für Bielefeld, vertritt aber gleichzeitig OWL, heißt auch uns in Paderborn. Dann erstmal hi Friedrich. Hallo Mehmet. Da starten wir direkt durch. Ich wollte natürlich fragen, es sind jetzt ungefähr 2,5 Monate um, wo die Bundestagswahl war. Was hast du da miterlebt? Wie ist das? Was für Erfahrungen hast du sammeln können? Ja, es ist natürlich was ganz anderes als in meinem alten Beruf als Richter am Sozialgericht. Das ist auch spannend. Man hat eine ganz andere Herausforderung und man muss auch ziemlich konditionell gut drauf sein, um die langen Plenarsitzungen vielleicht von 11 Uhr morgens bis 20 Uhr ohne große Mittagspause durchzuhalten. Und was konnte dich schon erreichen? Also was hast du mit anderen Politikern besprechen können? Hast du irgendwas Besonderes erlebt vielleicht? Ja, also wir haben natürlich schon jede Menge Anträge eingebracht, die darauf abzielen, auch demokratische Kontrollrechte wahrzunehmen, die Einsetzung von Ausschüssen des Bundestages. Wir haben natürlich bei der Diätenerhöhung dagegen gestimmt. Da empfehle ich übrigens die hervorragende Rede unseres parlamentarischen Geschäftsführers Jan Korte. Die hat auch einen gewissen humoresken Einschlag. Super, danke. Zum Schluss nochmal. Meine Frage, hoffentlich bleibt der Bundestag ja so, du bist hoffentlich dann auch noch drin. Was für Ziele hast du dir gesetzt, welche Schwerpunkte, politischen Schwerpunkte hast du dir gesetzt für die nächsten Jahre? Ja, zu einem will ich natürlich ganz OWL, Ostwestfalen-Lippe, weiterentwickeln mit meinen Parteifreunden. Ohne die klappt sowieso alleine gar nichts. Und ich habe so Schwerpunktthemen, das einmal sicherlich Tierschutz, prekäre Beschäftigung zu nennen, aber ganz wesentlich natürlich auch bezahlbarer Wohnraum für alle. Wir wollen, dass für die gesamte Bevölkerung durch die öffentliche Hand preiswerter Wohnraum zur Verfügung gestellt wird. Und als letztes ganz großes Thema ist für mich das Thema Bürgerbeteiligung, direkte Demokratie, um der Politik Verdrossenheit entgegenzuwirken. Super, danke Friedrich, dass du dir Zeit genommen hast heute für uns. Und ja, ich bedanke mich und jetzt würde ich einfach mal unserem guten Kameramann bitten, mal hier dazu zu kommen, denn den darf auch jeder sehen. Hallo Manuel. Und vielen Dank und lasst es uns zusammen versuchen und anpacken. Super, danke schön.